Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ich habe heute für euch diese zauberhaften kleinen Boxen, in die genau ein Lippenpflegestift passt. Ist ja jetzt genau das richtige Wetter, um die zu verschenken. Draußen ist es so uselig kalt, da werden die Lippen schnell trocken. Und dann gibt es ja auch zum Winter hin diese tollen limitierten Farben. Hier habe ich zum Beispiel so eines in Safrangelb mit einem Designerpapier drumherum aus dem Set Poesie der Natur. Ein kürbisgelbes Blatt noch oben drauf, Metallicband dahinter. Fand ich eine ganz zauberhafte Idee. Und wenn man das hier aufklappt, sieht man den Lippenpflegestift. Das ist jetzt hier Herzenswärme, heißt das. Das war auch so eine limitierte Ausgabe. Passt das genau zur Verpackung. Das finde ich immer ganz super. Und hier sieht man, wie das schließt in so einer Diagonale. Das ist ganz, ganz schnell gemacht. Ich lege das jetzt mal auf Seite. Hier habe ich die andere Variante in Brombeermus. Auch hier ist das Designerpapier aus dem Set Poesie der Natur. Da sieht man mal, wie unterschiedlich doch die Farben sind in so einem ganzen Designerpapier-Set. Und hier ist der Lippenpflegestift auch in der ähnlichen Farbe. Jetzt habe ich mir gedacht, für heute basteln wir eine weihnachtliche Verpackung. Es gab ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen, Stamping Up hat in dem Herbst- und Winterkatalog einige Papiere, die wenig Lagerbestand haben oder auch gar nicht mehr lieferbar waren. Und dafür gibt es dieses tolle Papier Elegante Weihnacht als Alternative. Die Rückseite ist gar nicht so weihnachtlich. Das hat hier so ein florales Muster, was ich auch sehr schön finde. Aber jetzt möchten wir ja heute weihnachtlich basteln. Deswegen nehme ich diese Seite und den passenden Farbkarton in Chili. Und dann können wir auch gleich mit dem Zuschneiden schon anfangen. Wir nehmen zuerst den Farbkarton und schneiden den zu in den Maßen 14,85 mal 11,5. Ein halber Farbkarton und hier noch die 11,5. Und dann können wir auch gleich schon anfangen zu falzen, lassen das genauso drin liegen. Die kurze Seite falzen wir einmal bei 2,5. Wer möchte, kann die 2,5 auf dieser Seite auch anlegen, dann hat man hier ein bisschen mehr Auflagefläche. Aber bei 2,5 finde ich geht das auch so, das müsst ihr einfach mal ausprobieren, wie euch das leichter fällt. Die zweite Falz bei 5 cm. Die dritte bei 7,5 und die vierte bei 10 cm. Jetzt drehe ich mir das Ganze auf die lange Seite, einmal um 90 Grad und falze einmal 2,5 auf der einen Seite und einmal 2,5 auf der anderen Seite. So, das Schneidebrett kann weg, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Dann können wir anfangen mit dem Einschneiden. Ich lege mir diese untere schmale Seite, die lege ich mir nach unten, das wird später unsere Einstecklasche. Hier oben ist ja so eine breitere, hier ist ein bisschen mehr Abstand bis zur ersten Falz, das zeigt nach oben. Jetzt schneide ich mir hier diese untere rechte Falzlinie ein bis zur zweiten Falz. Schneide ich mir die nicht komplett weg, sondern nehme nur hier einen relativ großen Teil raus, den brauchen wir nicht. Und dann schräge ich mir meine Klebelasche ein bisschen an. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ich schneide die Falzlinie ein bis zur zweiten Falz, nehme ein großes Stück hier raus, schräge meine Klebelasche wieder an. Dann drehe ich mir das rum. Hier unten haben wir einmal rechts, einmal links, ein Quadrat. Das schneide ich mir zur ersten Falz ein und nehme die Hälfte wieder weg. Die Klebelasche schräge ich mir an. Und auf der vierten Seite machen wir das genauso. Die Hälfte weg und die Klebelasche einmal anschrägen. So sieht das dann aus. Jetzt habt ihr ja gesehen, hier hat diese Box ja diese Diagonale, die müssen wir jetzt mit dem Falzbein ziehen. Dafür braucht ihr das Falzbein und eine Lineal. Ich nehme mir jetzt hier noch eine Unterlage, damit das ein bisschen weicher ist. Und dann brauchen wir einmal, hier klippen wir noch ein Stück Papier.
Jetzt ziehe ich mir einmal mit dem Lineal und dem Falzbein von außen nach innen eine Diagonale. Und zwar könnt ihr euch das so merken, dass ein W entstehen muss. Kein M, sondern ein W. Das heißt, ich ziehe von außen nach innen, ziehe ich mir eine Diagonale. Von außen nach innen. So, und jetzt könnt ihr sehen, hier ist jetzt mir ein W entstanden. So, das mache ich jetzt hier auch. Von außen nach innen. Und dann fange ich auch schon mal an, mir die Linien nachzufalten. Solltet ihr recht gründlich sein, desto leichter lässt sich dann die Box auch hinterher zusammensetzen. Die Klebelaschen auch. Und die Diagonalen, die müssen wir uns auch gut zusammenlegen. Da kann man sich das ein bisschen einfacher machen und faltet das einmal hier um und dann knickt man das einmal zur einen Seite und dann nochmal zur anderen Seite. Ihr seht das gleich, dass sich das dann im Prinzip von alleine schon in die richtige Position legt. So. Was wir jetzt machen, wir stanzen jetzt hier, ich brauche ja meine Unterlage jetzt nicht mehr, jetzt stanzen wir uns noch eine Eingriffsmulde aus. Und zwar haben wir ja einmal hier oben die schmale Seite, unsere Einstecklasche. Da kommt das nicht rein, sondern das kommt hier auf die breite Seite. Dann könnt ihr euch eine Handstanze nehmen, in der Größe eurer Wahl, möglichst klein. Setzt die mittig an und stanzt hier so ein kleines Stückchen nur raus. Denn die Box ist ja so klein, die sollte da nicht nur aus Eingriffmulde bestehen. Ich habe hier zum Beispiel die 1 Zoll Stanze benutzt. Es reicht vollkommen aus und dann hat man hier so eine kleine Mulde. Jetzt können wir die Box auch schon zusammenkleben. Ich benutze hierfür doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt aber auch jeden anderen Kleber nehmen. Ihr könnt auch Tombow benutzen. Das ist eigentlich egal. Aber das geht jetzt für mich mit dem doppelseitigen Klebeband einfach etwas schneller. Muss das auch nicht abschneiden, das kann man gut, ganz gut reißen. Die Schutzfolie entfernen mit kurzen Fingernägeln ist mitunter etwas schwierig. Aber da gibt es ja Gott sei Dank Hilfsmittel. So. So, dann kann ich die Box auch schon zusammenkleben. Mal schön Kante auf Kante. So. Und die bringt sich eigentlich schon selber in die Position, wenn ich das jetzt hier, diese beiden mittleren Teile, so ein bisschen mit dem Finger mit den Fingerkuppen so ein bisschen nach innen drücke. Dann faltet sich die Box schon in die Diagonale rein. So sieht das dann aus. Je gründlicher ihr das also gefalzt habt oder nachgeknickt habt, desto besser kriegt ihr die Box hier zusammen. Die Einstecklasche, die kommt jetzt hier oben rein. So, die ist also im Prinzip schon fertig. Und jetzt bekleben wir uns das Ganze mit Designerpapier. Dafür brauche ich meinen Bogen Designerpapier. Den schneide ich jetzt mir zu in dem Maßen 11,5 x 8 cm. Und die falze ich mir an der langen Seite einmal bei 2,6 cm.
bei 5,2 cm, bei 7,8 cm und bei 10,4 cm. Muss immer aufpassen, dass man nicht die falsche Klinge nimmt, sonst hat man sein Papier schon einmal durchgeschnitten. So, und da brauche ich jetzt meine Box und dann lege ich das hier einfach rum. Das sitzt relativ stramm, das ist auch in Ordnung so, dann rutscht das und wackelt das hinterher nicht so rum. Und dann kann ich mir hier auch einmal doppelseitiges Klebeband drum kleben. Ihr könnt natürlich wieder einen Kleber benutzen, den ihr möchtet. Schutzfolie ab, einmal um die Box drum herum legen und dann ziehen wir die nochmal ab und drehen uns das so, dass diese hier, wo wir das geklebt haben, dass das möglichst nach hinten unten zeigt. So, und dann machen wir uns an den Aufleger einmal dran. Ich habe mir hier überlegt, wir machen heute was mit ich möchte gerne einen Weihnachtsgruß embossen. Dafür nehme ich mir einmal hier dieses tolle Pergamentpapier. Das lässt sich wunderbar embossen mit goldenem Embossingpulver. Und dann mache ich mir noch ein Stückchen roten Farbkarton als Mattung unten drunter. Das sieht sonst immer ein bisschen leer aus. Und zwar schneide ich mir da ein Stück Farbkarton zu in dem Maßen 7,5 x 1,5. Und zwar sowohl das Pergamentpapier als auch hier den Farbkarton. Das mache ich mit dem Farbkarton genauso. Mit dem Pergamentpapier genauso. 7,5 in der Länge und 1,5 in der Breite. Ihr könnt auch hier natürlich wieder die andere Seite anlegen, dann habt ihr hier die größere Schneidefläche. So, das sind dann meine beiden Aufleger. Da schneide ich mir hier mal eben ein Fähnchen raus. Und zwar, das wisst ihr wahrscheinlich schon, mache ich das bei den Fähnchen immer so, dann wird es gleichmäßiger. Ich schneide einmal hier in der Mitte ein Stückchen ein und schneide dann von der äußeren Ecke nach innen. Rutscht mir jetzt hier gerade ein bisschen so und dann habe ich ein recht gleichmäßiges Fähnchen. Dafür brauche ich nicht zwingend eine Stanze, das geht auch so. So, noch ein bisschen korrigieren. Hier ist es gut, hier ist mir das Pergamentpapier ein bisschen verrutscht, also man macht das vielleicht doch besser einzeln. Jetzt kann man, wenn man möchte, das Pergamentpapier zum Beispiel in Chili bestempeln mit dem Weihnachtsgruß. Ich möchte das jetzt aber in Gold embossen. Und dann mache ich das hier oben, klebe ich das dann auf. Und zwar nehme ich mir, ich brauche eine Unterlage. Und dann nehme ich mir das goldene Embossingpulver. Hier haben wir den Versamark, das ist das Stempelkissen, passend zum Embosser. Hier habe ich mein Heißluftgerät, das setze ich mal daneben. So, und dann bestempel ich mir hier mein Pergamentpapier mit einem Weihnachtsgruß. Hier aus den klitzekleinen Grüßen gibt es hier einmal den Weihnachtsgruß, den nehme ich mir jetzt. Mache das hier möglichst mittig rein, nicht zu feste drücken. Wir gerade gucken, ja, es ist gut drauf.
Ja, ist immer wichtig, dass auch der Stempel wirklich komplett benetzt ist mit dem Stempelkissen. Und dann streue ich mir hier mein goldenes Embossingpulver einmal drauf. Und dann kann ich das mir jetzt schon mal mit dem Heißluftgerät schmelzen. Das lege ich auf Seite. Jetzt wird es kurz laut. Das war's schon. So, hier sind meine Weihnachtsgrüße jetzt drauf. Ich finde, das sieht ganz zauberhaft aus. Und dann klebe ich das hier einmal so ein bisschen schräg dran. Es ist jetzt so, dass man natürlich die Rückseite von dem Pergamentpapier, da sieht man hinterher, wo man geklebt hat. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, dass ich mir hier mit der Big Shot einmal diesen Stern ausstanze. Und zwar nehme ich dafür ein Stück von dem Glitzerpapier. Und dann bin ich gleich wieder da. So, dann habe ich mir hier einmal den Stern ausgestanzt. Dann kann ich den nämlich nachher hier draufkleben und überdecke so die Klebefläche. Das mache ich hier mit einem Dimensional. Dann klebe ich mir das hier einmal so schräg drauf. Und dann kann der Stern hier hinterher schön drauf und verdeckt dann den Dimensional auf der Rückseite. Bisschen andrücken, dass der Kleber anziehen kann. So, und dann klebe ich mir meine zwei kleinen Fähnchen auf mein Designerpapier. Muss man gerade gucken. Wer möchte, kann jetzt hier noch ein Steinchen draufkleben. Mir reicht das so. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Dann müssen wir nur noch den Labello hier einfüllen. Und dann haben wir diese schnelle kleine Box ganz, ganz einfach nachgebastelt. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video, habt Spaß beim Nachbasteln und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.